Also ich verstehe den Text nicht wirklich. Im Ernst? Ja. Es war ja in der Corona-Zeit, als ich das geschrieben habe. Und da waren wir ja ausgeliefert. Und grundsätzlich sind wir immer ausgeliefert. Und das ist einfach ein Text gegen die Überheblichkeit. So verstehe ich das. Ja, aber der denkt sich, wie will's auf dieser Erde doch endlich mit mir werden? Der macht sich Gedanken. Also ja, aber er denkt über die Zukunft nach. Bringt das etwas? Also man soll sich eigentlich keine Gedanken machen und sich nicht grämen, sondern annehmen. Annehmen. Für mich ist Annehmen das Stichwort. Aber nicht einfach ein hilfloses Annehmen, sondern ich glaube, Annehmen heißt annehmen, was ist, und von dort aus sich fragen, was zu tun ist. Mhm. Aber solange wir das, was ist, nicht annehmen, haben wir auch keine Möglichkeit zu handeln. Mhm. Verstehe ich. Eigentlich ist es auch was Schönes, oder? Wenn man schauen muss, wie es sich entwickelt und was dann möglich ist. Es macht kreativ, oder? Mhm. Und wach. Präsent für was jetzt gerade ist. Und ich überlege mir wahrscheinlich genauer, was ich eigentlich will, was ich gerne tun würde. Mhm. Weil die Gelegenheit kostbarer ist. Genau. Ja. Ja, ich empfinde das auch so. Yeah.
das macht mir auch am meisten Sorge, dass sich das so spaltet. Jene, die das als Chance sehen und jene, die das als Bedrohung wahrnehmen.